Manchmal reicht es, wenn man sich nur so ein klitzekleines bisschen fertig macht, ohne ein Full-Face-Make-up zu tragen. Und das ist das, was ich im Moment eigentlich jeden Tag trage. Und ich dachte mir, ich nehme euch da heute einfach mal mit. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag. Guten Morgen an meiner Stelle. Es ist 7:12 Uhr für mich und ich muss mich fertig machen. Aber ich dachte mir, ich nehme euch da mal heute mit. Denn ich werde immer wieder gefragt, Maxim, was machst du, dass dein Make-up so natürlich aussieht? Trägst du überhaupt Make-up? Und ich sage euch, wie es ist. Jein. Ich habe so ein paar Hacks für mich in den letzten Monaten entwickelt, wie ich mich zwar wohlfühle, aber nicht so geschminkt aussehe und damit perfekt im Alter klarkomme. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Vielleicht könnt ihr ja den einen oder anderen Trick mitnehmen. Ich habe noch gar nichts im Gesicht, außer meine Pflege und mein Lichtschutzfaktor. Und wir starten direkt mit dem Make-up. Ja, es geht bald los, es geht bald los. Die nächsten Tage werden für mich sehr, sehr aufregend. Vielleicht, wenn das Video online geht, war es auch schon soweit. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben noch zwei Videos vorher. Aber dann ist es soweit, meine neue Kollektion kommt und ich bin super, super aufgeregt. Wir starten direkt so, wie ich es einfach machen würde. Ich probiere das so natürlich, wie es geht, zu machen, ohne dass ich da jetzt hier große Tipps und Tricks mache. Einige Produkte nehme ich jetzt nicht mit rein, weil sie einfach zu viel Informationen schon für die Kollektion geben. Aber wir starten mit den Augenbrauen und die mache ich jeden Tag gleich. Egal, ob ich Make-up trage oder ob ich dieses No-Make-up-Make-up tragen möchte, ich nehme im Moment immer den Brow Laminator von Rival Loves Me. Das ist meiner Meinung nach der beste. Nicht nur, weil er einfach sehr, 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 sehr gut hält, sondern weil er auch einfach der günstigste ist und demnach auch der beste. Wenn wir überlegen, ich habe ja immer den Brow Freeze von Anastasia benutzt, der lag immer so bei, ich glaube, 24 €. Der hier liegt bei 2,99 €, glaube ich, ist besser als der. Ich habe so ein kleines Bürstchen, so ein Spoolie, gehe da rein und starte hier hinten. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen mal nur eine halbe Seite heute und ich zeige euch das halbe Ergebnis. Ich starte hier hinten und dann bürste ich die erstmal hoch. Das sieht erstmal ein bisschen verrückt aus, weil ich recht lange Augenbrauen mittlerweile habe. Ich benutze ein Serum und das funktioniert sehr, sehr gut. Ich bürste die einfach hoch, drücke die richtig schön an und dann hier hinten ziehe ich sie so runter. Und dann gehe ich mit der flachen Seite hier oben lang und sorge dafür, dass so einzelne Härchen nicht mehr abstehen. Und die Augenbrauen sehen direkt ein bisschen geformter aus. Ich drücke sie da mit dem Finger an. Das ist ganz, ganz wichtig bei diesen Klebeprodukten, dass die Haare auch wirklich auf der Augenbraue draufkleben, damit sie nicht so durch die Gegend stehen. Im Vergleich hierzu seht ihr, es ist alles so ein bisschen buschig, es ist alles so ein bisschen durcheinander. Hier gehen die Haare alle in eine Richtung. Man kann dann auch einzelne Kerben nochmal mit reinmachen, damit die so ein bisschen natürlicher aussehen. Aber wir füllen die Lücken gleich auf. Es muss nur kurz antrocknen. Wenn ihr jetzt schon mit Produkt drüber geht, dann ist oft das Problem, dass es dann an manchen Stellen fleckig wird. An manchen Stellen hält es nicht so gut. Deswegen lasst es kurz antrocknen. In der Zwischenzeit nehme ich ein bisschen Lippenöl bzw. ein Lipgloss, der so wie ein bisschen Lippenpflege ist, dass die Lippen einfach gut vorbereitet sind. Oh, ist, glaube ich, eine gute Idee, dass wir das heute nur auf der halben Seite machen. Dann habe ich im Moment total gerne in Verwendung das Fab Factory Produkt. Das ist von Action. Das ist ein Augenbrauenprodukt. Ihr habt auf der einen Seite eine Pomade und auf der anderen Seite ein Puder. Und wir brauchen auch beides. Ich nehme erst die Pomade und gehe mit so einem Augenbrauenbürstchen. Das ist ganz, 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 ganz flach gedrückt. Ich wasche das sehr, sehr selten, weil je mehr Produkt da dran ist, desto flacher kann man das Produkt dann auch drücken. Und setze mir hier vorne, nicht ganz vorne und nicht ganz hinten, aber auch nicht mittig, hier erstmal so eine Linie hin. Und dann gehe ich nach vorne und fülle die Lücken nur ganz leicht auf. Der ist sehr, sehr leichtdeckend. Der hat nicht so viel Deckkraft, ist nicht so intensiv und kann hier vorne dann schon mal so ein bisschen die Lücken auffüllen. Immer nur in so strichelnden Bewegungen. Und dann wechsle ich das Produkt auf das Puder, weil das ist viel kompakter und viel komprimiert. Gehe hier rein und mache hier weiter. Immer in strichelnden Bewegungen. Und gebe mir jetzt die Form der Augenbraue vor. Hier hinten seht ihr, ist so eine komische Lücke drin, die fülle ich auf. Und jetzt, je weiter ich nach hinten gehe, desto leichter werde ich mit dem Druck, dass ich nicht so eine kastige Augenbraue habe, sondern einfach nur so kleine Härchen imitieren kann und habe die perfekte Augenbrauenform. Seht ihr diesen Unterschied? Sie passen perfekt zum Gesicht. Hier außen übers Auge ist hier vorne. Hier außen lang übers Auge bis hinten. Und wenn ich schräg gucke, ist die Spitze dort oben. Das ist so der goldene Schnitt der Augenbraue und sieht demnach immer recht passend aus. Man muss gucken, bei meinem Gesicht passt das ganz gut. Es passt nicht bei allen Gesichtern, aber ich sag mal, bei 90% der Gesichter funktioniert das. Und jetzt das
das war der ausschlaggebende Punkt, warum ich mittlerweile dieses Make-up mache. Ich möchte, wenn ich draußen bin, nicht so auffallen. Und sagen wir so, soll jetzt nicht doof klingen, aber ich bin ja schon eine recht auffällige Person draußen. Und ich fühle mich einfach nicht wohl, wenn ich ganz besonders stark geschminkt bin und dann noch mehr Blicke auf mich ziehe. Ich möchte, wenn ich unterwegs bin, so ein bisschen untertauchen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und dafür brauche ich aber trotzdem genau die, oder muss ich die Dinge erledigen, die für mich problematisch sind, womit ich mich nicht wohlfühle. Das sind natürlich meine Augenringe. Ich habe jetzt keinen Color Corrector drauf. Ich benutze das auch nicht mehr so häufig, weil ich eine bessere Lösung gefunden habe. Ich habe dieses Stiftchen hier. Ich habe das schon mal gezeigt. Das ist von Max & More Action. Es ist so ein Set. Es sieht aus wie so ein Set Buntstifte mit 10 verschiedenen Eyelinern. Ich brauche nur diesen hier. Ich habe ihn einmal frisch angespitzt. Und was wir damit jetzt machen, ist fast, als würden wir ein Bild bearbeiten. Wir schauen uns an, okay, was wollen wir abdecken? Es ist wie so ein Concealer, aber der Vorteil davon, er ist ja nicht so richtig cremig, er ist ja fast fest. Und je fester ein Produkt ist, desto weniger kann es in Fältchen laufen. Und gerade unter den Augen habe ich auch Fältchen, die sieht man halt durch das ganze Licht immer nicht so doll. Ist das absolut, absolut verändernd gewesen für mich. Ich hole euch ganz nah ran, damit ihr das wirklich erkennen könnt. Und ihr seht die Dunkelheit. Und ich male jetzt mit diesem Eyeliner nur auf dieser Dunkelheit und spare die Fältchen aus. Ich sehe ja die Fältchen hier beispielsweise und spare die aus. Immer so ein bisschen. Das ist so ein bisschen wie malen nach Zahlen, nur ohne Zahlen, mit Augenring. Und male darauf. Dann schnappe ich mir einen Pinsel und blende das so ein bisschen aus. Durch die körpereigene Wärme wird er ein bisschen flüssiger, aber nicht so flüssig, dass er in die Fältchen läuft. Und male das einfach aus. Und ihr seht es schon, ich gehe auch niemals, wenn ich so mache, seht ihr, ich habe ja hier unten auch ein Augenlid. Da gehe ich niemals rüber, denn so habe ich noch ein bisschen mehr Dimension in meinem Gesicht. Wenn ich jetzt bis hier zum Wimpernkranz gehen würde, dann würde ich das so flach machen. Und das sieht nicht mehr natürlich aus. Das sieht dann schon wieder aus, als hätte man zu viel Produkt drauf. Und in ganz kleinen punktigen Bewegungen korrigiere ich einfach. Und ich glaube, auch da sieht man schon direkt einen Unterschied. Du siehst, selbst wenn du jetzt ganz nah an mir dran wärst, würdest du nichts sehen. Ich blende das immer so ein bisschen aus und natürlich beim Verblenden geht man ja auch immer ein Stückchen höher oder ein bisschen tiefer. Mit dem Rest gehe ich dann hier rüber, um die Dunkelheit auf meinem oberen Augenlid so ein bisschen zu kaschieren. Aber seht ihr den Vorteil? Weil es so minimalinvasiv ist, fällt das gar nicht auf und ich habe wirklich nur punktuell arbeite. Ich habe hier so einen weißen Fleck, seht ihr den? Ich weiß gar nicht, ob ich euch schon mal erzählt habe, woher der kommt. Der ist nämlich jetzt schon 2 Jahre da und er geht nicht mehr weg. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich wirklich alles probiert gegen meine Augenringe. Eine Sache hat sehr gut geholfen und das ist eine PRP-Behandlung. Das ist so eine, aus Eigenblut wird das reingemacht und das soll die Kollagenproduktion anregen. Das hat ganz gut geholfen. Was der größte Fehler überhaupt war, war dieses Augenringe wegtätowieren. Es hat nirgendwo geklappt, außer an dieser Stelle. Muss ich jetzt mitleben. Also lasst es sein. BB-Glow und dieser ganze Quatsch. Finger weg davon. Ich habe jetzt hier so ein bisschen ausgemalt und kann jetzt mit demselben Produkt, weil der passt bei mir halt genau. Es gibt auch einen von Essence, glaube ich, ist das, der Inner Highlighter Pen. Der ist ein bisschen heller, damit kann man noch ein kleineres Highlight setzen, wenn man das möchte. Ist mir aber meistens schon zu viel. Der passt halt farblich nicht so gut zu mir. Schaut da am besten nach. Ich vermute, dass der für viele mit Augenringe am besten ist, weil der auch schon so einen leichten Touch an Orange mit drin hat. Und damit korrigiere ich jetzt auch so Pickel und Pickelmale. Hier seht ihr beispielsweise auf der Seite, hier habe ich ein Pickelmal, gehe ich rauf, hier ist ein Pickelchen, hier oben ist ein Pickelchen, hier, 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 hier und kann punktuell wirklich nur so wenig es geht das Produkt auftragen. Und der Vorteil ist, ihr gleicht damit optisch den Hautton aus, ohne dass es zu viel ist. Ein bisschen ausblenden. Wir wollen natürlich auch nicht alles kaschieren. Wir wollen nicht, dass es aussieht, als wäre viel Make-up mit drauf. Sondern wir wollen einfach nur so ein paar kleine Stellen etwas kaschieren. Ohne, dass es zu viel ist. Punktuell, punktuell. Braucht manchmal 1-2 Schichten. Und das Schöne ist, das hält. Also es verrutscht nicht. Es hält den ganzen Tag. Und deswegen, ich weiß noch nicht, wie ich das Video nenne. Ich trage im Alltag selten noch Foundation. Weil ich es einfach nicht brauche. Ich bin damit fein, wenn die Haut ein bisschen unruhiger ist. Ein bisschen mit dem Finger einblenden. Hier ist noch ein Pickelchen. Und ihr seht direkt diesen Unterschied, wie viel wacher man aussieht, oder? Wir machen weiter. Und das ist für mich im Moment wirklich das Ding, seit mittlerweile ja schon Wochen. Dieser Blush von Benefit. Der Cream Puff. In der, ja doch, die Farbe Cream Puff ist es. Das ist eigentlich ein Lippenprodukt.
Und das setze ich mir hier außen hin. Ich nehme mir einen Pinsel und blende das so ein bisschen hier runter. Es macht das Gesicht ein bisschen praller, ein bisschen voller. Sieht aus wie so eine schöne rosige Farbe. Und was ist der Vorteil? Der hat natürlich auch ein bisschen Deckkraft und gleicht so ein bisschen Unebenmäßigkeiten im Gesicht aus. Ihr gebt euch Blush ins Gesicht, aber auch ein bisschen Deckkraft. Ihr könnt es auch ein bisschen mehr machen. Ich gehe meistens hier noch ein bisschen unter die Augen, einfach weil ich diesen Sonnenbrandlook ganz gerne mag. Boom. Wie schön sieht das aus. Und du siehst ja nicht, dass ich Make-up drauf habe. Und das ist das Schöne, wenn ich das Video jetzt so starten würde, würdet ihr euch denken, boah Maxim, was hast du für eine tolle Haut. Aber in echt sieht es eigentlich so aus. Die ist ja nicht schlecht, die Haut, wisst ihr, was ich meine? Aber das ist so ein super natürliches Ergebnis. An manchen Tagen möchte ich aber trotzdem noch ein bisschen mehr. Und da könnt ihr dann natürlich mit ein bisschen Bronzer oder Creme-Produkten arbeiten. Mache ich jetzt, dafür benutze ich ein geheimes Produkt. Geheim. Ganz leicht. Also wirklich nur die dünnste Schicht. Und gehe hier rauf, um so ein bisschen Schatten zu erzeugen und auch gleich so ein bisschen zu mattieren. Denn ich habe das Gefühl, durch dieses übermäßige Glow oder durch diesen übermäßigen Glow auf der Haut wird die Hauttextur natürlich so ein bisschen hervorgehoben. Gerade, wenn man keine Foundation trägt. Einfach nur hier ein bisschen rüberstempeln, ganz leicht. Eigentlich hat das in sich, aber wir brauchen ja nicht viel. Und fixiere damit alles so ein bisschen. Und jetzt passt auf. Der Kontrast zwischen dem Augenring und diesem Bereich ist ja sehr hoch. Und wir haben es jetzt hier schon ein bisschen angeglichen. Es ist aber immer noch ein Stückchen dunkler als die dickere Haut hier. Deswegen gehe ich mit dem Bronzer hier hin, um den Kontrast noch ein bisschen zu reduzieren. Und das sorgt dafür, dass es nicht mehr so auffällig ist. Hier ist der Kontrast hoch, dunkel und hell. Und hier machen wir es jetzt dunkler und da machen wir es heller und gleichen diesen Kontrast so ein bisschen an. Einfach ein bisschen rüber. Wir fixieren damit gleich das Make-up, reduzieren so ein bisschen den Glanz im Gesicht und haben ein sehr minimalinvasives Make-up. Ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr Kontur, dafür nehme ich noch ein bisschen von dem Produkt, setze mir das hier hin, blende das aus. Auch die Produkte haben alle eine Deckkraft. Das ist so krass, weil ich das nie verstanden habe. Ich habe ja schon eine dicke Schicht Foundation, eine dicke Schicht Concealer, dann kommt noch ein Creme-Bronzer, ein Puder-Bronzer. Das sind ja Schichten, die man eigentlich gar nicht braucht, um ein natürliches Ergebnis zu erzielen. Wisst ihr, was ich meine? Den Fehler habe ich immer gemacht. Und seitdem ich das mache, sieht das Make-up so viel natürlicher aus. Und natürlich hält es auch länger, weil je weniger Produkte du im Gesicht hast, desto weniger kann auch verrutschen. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein bisschen mehr Blush nehmen. Will ich jetzt aber gar nicht. Mir reicht das. Ich möchte nicht zu viel drauf haben. Und der einzige Punkt, der jetzt noch kommt, ist das Zauberpuder. Das habe ich euch schon so oft gesagt und so oft gezeigt. Freunde, es ist nicht mehr weit. Ich nehme es jetzt hier schon mal mit rein, damit ihr seht, warum mein Make-up so aussieht. Das ist ein Zauberpuder. So nenne ich es jetzt erstmal noch. Und das gebe ich einfach komplett überall rüber. Was macht das? Es gleicht Rötungen aus, es gleicht Unregelmäßigkeiten aus und es mattiert natürlich. Du brauchst nicht viel, es ist sehr pigmentiert in dem Fall. Und damit gehe ich überall rüber, um das Gesicht auszugleichen. Das ist ein ganz, ganz kleiner Effekt, der aber im Gesamtergebnis super viel ausmacht. Das Gesicht ist mattiert, ebener gemacht und die Farben im Gesicht sind ausgeglichen. Damit könnt ihr dann unter den Augen so ein bisschen lang gehen, übers Augenlid. Und das minimalinvasive Make-up ist fertig. Eine Sache, die ich meistens mache, ist, ich nehme mir so ein Wimpernzänkchen, curle meine Lashes. Und damit die halten, nehme ich die dünnste Schicht der Volume Million Lashes von L'Oreal. Die ist schon alt. Einmal durch, zweimal durch, fertig. Die trocknet jetzt an, hält so ein bisschen den Schwung der Wimpernzange und es sieht nicht so aus, als hättest du Wimperntusche drauf. Und Freunde, auf diese Entfernung, seht ihr den Unterschied? Ja, würde ich jetzt mal ganz stark annehmen, oder? Aber niemand sieht, dass du Make-up drauf hast. Du kannst es fixieren, wenn du möchtest. Mache ich jetzt nicht. Ich werde eine zweite Seite machen. Aber das ist mein Alltags-Make-up. Ich möchte, dass du siehst, dass ich auch mein Pickelchen habe. Ich möchte, dass du meine Haut siehst. Ich möchte mich aber wohlfühlen. Und das ist meine Wohlfühlseite. Wenn ich so rausgehen würde, niemand schaut dich an und denkt so, oh, bist du müde heute, hast du nicht so gut geschlafen? Nein, Mäuschen, ich habe einfach nur Augenringe. Das ist mein minimalinvasives Make-up und ich lieb's. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich starte jetzt mal eine Stoppuhr, wie lange ich brauche, um die andere Seite zu machen, ohne zu reden. Halbe Seite, 00, Start.
2 Minuten 59. Unter 3 Minuten. Das ist etwas, wo man sagen kann, ein Make-up in unter 5 Minuten, was super natürlich ist und was wirklich hält, weil es ist nichts, was verschwinden kann. Wenn ihr jetzt ein Fixing Spray nehmt, dann fixiert ihr natürlich diese ganzen Puderprodukte auch nochmal ein bisschen besser. Es sieht dann auch noch ein bisschen ebenmäßiger aus. Ich gehe aber gleich zum Sport. Ich mache das jetzt eh gleich wieder weg. Probiert das mal aus. Wenn ihr euch wohlfühlen wollt, ohne euch geschminkt vorzukommen, könnte das vielleicht eine Möglichkeit sein. Ihr braucht nicht viel. Ihr braucht einen Bronzer, ihr braucht einen Blush, ihr braucht einen Kajal und ein bisschen Augenbrauenpuder. Ich bin sehr gespannt, wie euch dieses minimal invasive Make-up gefällt. Das ist mittlerweile so mein Alltags-Make-up. Man kann das Ganze ein bisschen erweitern mit ein paar Produkten, die ich jetzt hier noch nicht mit reinnehme. Aber ich glaube, so habt ihr schon mal so ein Gefühl dafür bekommen, in welche Richtung auch ich gehe. Ne? Natürlicheres Make-up. Ich möchte, dass man mich für mich wahrnimmt und nicht für mein Make-up oder so wahrnimmt. Und ich glaube, das ist für viele, egal in welchem Alter, auch eine gute Möglichkeit, um sich einfach ein bisschen wohlzufühlen. Schreibt mir unbedingt euer Feedback in die Kommentare. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!